Schönen guten Abend, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu unserem Monatsritual März. Ich liebe diesen Monat, denn es ist mein Geburtstagsmonat und ich liebe Geburtstage und Feierlichkeiten. Schön, dass du da bist und wir gemeinsam diese besondere Zeit einläuten können. Wir sind alle natürlich durch und durch ausgehungert nach der Sonne und brauchen jetzt ein bisschen lichtvollen Frühjahrsputz für unser Inneres. Denn die recht dunkle Jahreszeit des Winters geht langsam vorüber. Ich war heute mit unserem Hund, mit der lieben Hanka, im Wald spazieren und dieses Vogelzwitschern, diese milde Luft, die Düfte im Wald, alles erinnert an den Frühling und überall auch aus der Erde sieht man auch das Frühlingserwachen der Blüten. Da geht einem so richtig das Herz auf und bald ist überall auch die leuchtende Sonne da. Wir Menschen, die im Laufe des Tages alle so sehr beschäftigt sind mit unseren Wünschen, mit unseren Pflichten, mit unserem Alltag, haben wahrlich achtsam zu sein in diesem Übergang der Jahreszeiten. Es ist so wichtig, sich dieses Frühjahrsgeschehen bewusst zu machen und so jeden Tag in der Natur spazieren zu gehen, um dieser Frühjahrsmüdigkeit auch entgegenzuwirken und diesen niedrigen Level von Vitamin D, den wir ja mittlerweile haben, nach dem langen Winter wieder zu stärken, die neue Kraft der Sonne langsam aufzunehmen. Es ist so wichtig, dass wir jetzt die Erholung in der Natur finden und großartige Kraft, dass wir wahrlich, so wie diese feinen Blumen und Blüten, in unserem Inneren, in unserer Herzlichkeit und auch in unserer Körperlichkeit erblühen können, zu einer neuen Kraft finden. Und dafür ist auch Auszeit, Entspannung, sich das erlauben können, das süße Nichtstun auch mal zu genießen, so unfassbar wichtig. Und wir werden dabei feststellen, dass die Welt sich weiterhin dreht, auch wenn wir mal nichts tun und auch in unseren Familien die Dinge sich gut weiterentwickeln, auch wenn wir uns ein bisschen zurücknehmen. Denn schöpfen wir neue Kraft, haben wir auch neue Kraft für unsere Lieben und einen wunderbaren Fokus auf die Erfüllung und den Erfolg für all die Belange, die für uns auch im Beruflichen und in unseren Talenten so unfassbar wichtig sind. Erholung ist also genauso wichtig wie fokussiert und fleißig zu sein. Unterschätze bitte diese Entspanntheit und Gelassenheit auch im Mindset nicht. Denn sind wir bei Kräften, haben wir auch positive Stimmung, optimistisches Gedankengut, sind fokussiert und somit dann erfolgreich. Denn wir wissen ja in unserer spirituellen Kraft, wie wichtig es ist, auf die Beschaffenheit der eigenen Gedanken zu achten, denn diese formen auch unsere Zukunft. Und in unserer Herzensgüte ist es auch so wichtig, dass wir auch aus liebevollem Herzen heraus an die Vergangenheit denken und damit mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Denn gerade in der jetzigen Zeit, während wir schon ja auch in den letzten Jahren in unserem
Optimismus herausgefordert sind aufgrund der Weltenlage, ist es unfassbar wichtig, zuversichtlich, liebevoll, friedfertig, optimistisch zu bleiben und unsere Gedanken der Liebe und Optimismus ganz besonders dafür nutzen, um die Gegenwart lichtvoller strahlen zu lassen, indem wir den Fokus darauf legen, was alles in unserer Kraft liegt, was in unserer Verantwortung liegt, in unseren Möglichkeiten, den Blick auf die schönen Dinge legen. Wir wenden uns über auch sogenannte Kleinigkeiten freuen. Wir sollten auf keinen Fall zulassen, dass irgendwelche negative Gedanken unseren Blick auf das Leben trüben, sondern jetzt ist der Monat des Ostergeschehens und dieses Erwachen eines neuen Lebens, einer neuen Kraft, führen wir uns bitte schön vor Augen. Und in diesem neuen Jahreszeiten-Erwachen achten wir gut auf unsere Balance, auf die Bedürfnisse unseres Körpers, denn je wärmer es wird, umso mehr merken wir auch im intuitiven Essen, dass wir mehr entlasten möchten, dass der Körper weniger braucht, dass wir viel mehr Gemüse essen sollten, mehr wieder Intervallfasten praktizieren und auch dem Körper auf diese sanfte Art und Weise einen Frühjahrsputz gönnen. Dass wir eben auch mehr auf unsere Schlafqualität, auf unseren gesunden Schlaf- und Wachrhythmus achten sollten, vor 22 Uhr schlafen gehen, dass unser Mind, unsere Nervenkostüm, unsere geistige Kraft sich auch schön erholen kann und auch unser Inneres zur Ruhe kommen kann. Denn je mehr du dich strukturierst und dich auf das Wesentliche besinnst, umso mehr wirst du merken, du hast das Bedürfnis nach spiritueller Praxis und Freude beim Meditieren, Bedürfnis nach Stille, und kosmogetische Heilerinnen und Heiler können nochmal viel mehr ihre heilende Kraft aktivieren durch Kosmogetik, Healing, Selbstbehandlung beispielsweise und auch ihren Familien damit helfen und in ihren eigenen Praxen. Was auch immer du gelernt hast, was deiner spirituellen Praxis entspricht, genieße es, gerade jetzt in diesem Frühjahrserwachen viel mehr zu praktizieren. Du merkst, ich freue mich wahrlich auf den Frühling. Ich denke, den meisten geht es so. Wir sind wahrlich Sonnenanbeter. Alles in Ruhe machen zu können durch diese achtsame und optimistische Kraft ist wahrlich der Schlüssel zu der Erfüllung und zu einem lichtvollen Frühjahrsputz in unserem Inneren. Und dafür brauchen wir wirklich so einen ruhigen inneren Zustand, den man auch Alpha-Zustand nennt. Also Alpha-Zustand ist ein ruhiger Zustand des Gehirns bei wachen Zustand. Und diesen aktivieren wir stets mit einem tiefen Bauchatmen. Das möchte ich gerne anschließend an unserer Monatsritualbegegnung mit dir praktizieren und dir damit bei der Erdung und bei deiner himmlischen Anbindung helfen. Damit alles im Leben uns entspannt, voller Liebe gelingt, brauchen wir diese innere Verbundenheit mit uns selbst. Also Stress, ganz unwichtig. In der Ruhe liegt wahrlich die Kraft. Ich freue mich, dich gleich zu unserer Märzmeditation mitnehmen zu können.
Vorher möchte ich gerne einige Neuigkeiten berichten und meine Pläne für diesen Monat, die dich vielleicht auch interessieren könnten. Denn in meinem Umfeld geschieht gerade sehr viel. Zunächst einmal, wie die meisten wissen, ist ja vor ein paar Wochen mein neuestes Buch »Der Blick hinterm Horizont« erschienen. In meinem Leben dreht sich gerade immer noch alles um dieses lichtvolle Thema der unsterblichen göttlichen Seele. Und das Buch ist nach 2 Wochen des Bucherscheinens schon in der 3. Auflage und war letzte Woche auf der Spiegel-Bestsellerliste Platz Nummer 6. Und ich möchte von ganzem Herzen alle mich bei allen dafür bedanken, dass ihr durch das Annehmen des Buches diesen Titel auf diesen so wertvollen Platz katapultiert habt. Meine Freude, die mit dieser Liebe und Anerkennung in Verbindung steht, ist wahrlich nicht zu beschreiben. Ich bin so dankbar. Nun, den meisten ist sicher Prana-Haus, Versandhandel, bekannt. Dieser spirituelle Versandhandel hat mich gebeten, 111 Exemplare meines neuen Buches »Der Blick hinterm Horizont« zu signieren. Und ab nun, 4. März, sind diese 111 signierte Exemplare bei Prana House zu beziehen. Also diejenigen, die noch nicht in den Genuss des Buches gekommen sind, es lohnt sich, das Wissen der unsterblichen, göttlichen Seele inne zu haben, können bei Prana House das Buch ab dem 4. März bestellen. Bald kommt eben in den nächsten Tagen der Katalog heraus. Beobachtet meine Stories auf Instagram und Facebook und ich kann da auch Links aufzeigen. Und zu diesem Thema gibt es noch eine andere Neuigkeit. Am 6. Februar erscheint auf dem YouTube-Kanal des Schweizer Gesundheit-Fernsehsenders QS24.tv meine eigene wöchentliche spirituelle Fernsehsendung. Und die ersten 13 Sendungen habe ich diesem Buch gewidmet, dem unterschiedlichen Themen, Blickwinkel der unsterblichen Seele. Und meine spirituelle Sendung bei QS24.tv, die schon gestartet ist im Fernsehen und auf YouTube am 6. Februar erscheint, trägt den Übertitel »Die unsichtbaren Welten«. Du kannst dir vorstellen, dass ich, so wie ich in diesem Buch die himmlischen Sphären beschreibe, das Göttliche, die Engelhierarchien, den Weg der unsterblichen Seele, unsere Kräfte, die beseelte Natur, denn das Göttliche schwingt in allem, schläft im Mineralreich, träumt im Pflanzenreich, bewegt sich im Tierreich und erwacht im Menschen. Und damit werden diese Fernsehsendungen sehr reich mit liebevoller, feingeistiger Perspektive gefüllt. Und passend zum Buch ist jetzt auch die Online-Ausbildung zum kosmogetischen Trauerbegleiter gestartet. Die ersten 2 Abende haben wir schon genossen. Die nicht dabei sein konnten, live
holen jetzt am Wochenende die Abende nach, damit sie am Dienstag mit mir live auch durchstarten können. Und dieses Buch ist natürlich unser Arbeitsbuch. Und so kann ich mir erlauben, die Ausbildung mit sehr, sehr vielen Erlebnissen und praktischer spiritueller Erfahrung zu untermalen. Und ich beobachte bei den Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmern eine sehr intensive innere Transformation, und es wird mir berichtet, dass die Emotionen, die durch innere Traumata überfordert sind und mit unseren Kursthemen hochgespult werden, sie auch herausfordern. Und ich werde nun ab dem Dienstag, ab dem dritten gemeinsamen Abend von den 10 unserer Online-Ausbildung mit himmlischer Hilfe die Abende noch mehr erleichtern, indem ich die Gruppe jeden Abend mit einer kosmogetischen Fernheilbehandlung abschließen werde. Um nach all so vielen Erkenntnissen und Erlebnissen, die wir sammeln, auch noch intensiver den Heilungsprozess bei all den Traumata, die die Teilnehmenden haben, durch den Verlust ihrer lieben Mitmenschen fördern zu können. Und deshalb, meine lieben kosmogetischen Trauerbegleiterinnen und Begleiter, entspannt euch, wir machen es uns noch schöner, die restlichen 8 Abende. Und diejenigen, die zu kosmogetischer Fernheilbehandlung, zu einer offenen Gruppe dazukommen möchten, also zu einer Gruppe, wo jeder sich anmelden kann, auch außerhalb unserer Ausbildungsgruppe, haben die Möglichkeit, im März daran teilzunehmen und in diese Zelldurchlichtung und Heilimpulse hineinzukommen, nämlich am 15. März. Merkt euch unbedingt diesen Termin und schaut es auf meiner Homepage nach. Beobachtet auch ruhig meine Stories. Da werden wir uns einen himmlischen Abend machen können. Und was auch außergewöhnlich ist, in meiner Veranstaltungsreihe im Monat März vor den Osterferien habe ich 2 Vortragseinladungen angenommen zu meinem neuen Buch, Der Blick hinterm Horizont. Ich lese gerade schöne Kommentare dazu. Das Buch ist wahrlich wundervoll. Vielen Dank. Dieses Thema ist mir so unfassbar wichtig. Wirklich wie kein anderes. Denn dieses Thema in der Form, wie ich es erlebt habe, mit so vielen Menschen in meinen knapp 45 Jahren, kann man nirgendwo erfahren, nirgendwo durchlesen, nirgendwo diese Erkenntnisse erfahren, wie in diesem Buch. Und ich finde wirklich, bei aller Selbstkritik, das ist mir gelungen. Die Erkenntnisse, die Erfahrungen, die Liebe, den heilsamen Prozess der unsterblichen Seele zu beschreiben. Und das ist wirklich ein hoher Anspruch, dieses Unsagbare, Ungreifbare in nachvollziehbare Wörter fassen zu können. Und natürlich freue ich mich auch, wenn das Buch dir gut tut, auch über eine Rezension im Amazon, damit es auch anderen Leserinnen und Lesern die Hemmung nimmt, diesem Thema zu begegnen. Denn wenn wir uns diesem Thema zu Lebzeiten verschließen, verpassen wir wahrlich viel an Lebensqualität, denn das Thema, die göttliche unsterbliche Seele, der Blick hinterm Horizont, mein Buch, fördert das Urvertrauen. Und das Urvertrauen fördert unsere Lebensfreude, und damit ist es das Buch wahrlich fürs Leben.
Und so freue ich mich auf zwei, und das ist seltenheitswert, Vorträge im März zu diesem Buchthema. Nämlich in Zürich werde ich sein bei der Buchhandlung im Licht am 21. März. Sichert euch, wenn ihr da in der Nähe seid, vorbeikommen wollt, rechtzeitig die Karten, denn bei Präsenzveranstaltungen sind ja die Plätze begrenzt. Und dann nach Zürich fahre ich direkt am 22. März nach Bern zu dem Veranstalter Die Quelle und werde darüber auch referieren und anschließend auch die Bücher signieren. Und dann sind Osterferien und dann Geburtstag. Wie ich schon gesagt habe, ich liebe Geburtstage. Ich gehöre zu den Menschen, die die Feste feiern wollen, so wie sie fallen. Denn das ist so wichtig, die Lebensfreude, die Gemeinschaft. Und morgen kommt die ganze Familie vorbei und wir stoßen auf eben den Spiegel-Bestseller, auf das den Erfolg des neuen Buches Der Blick hinterm Horizont an. Und natürlich freue ich mich auch sehr, dass meine Familie mich so schön unterstützt und sich mit mir so freut und dass wir auch morgen ein bisschen feiern. Nicht nur arbeiten, auch etwas feiern. Die Balance ist so wichtig. Und nun, ihr Lieben, lasst uns mal in uns hineinfühlen und jeder für sich spüren, worauf freust du dich in diesem neuen Monat, März? Spüre in dich hinein. Wobei brauchst du vielleicht Unterstützung und himmlischen Segen? Ein bisschen Wunder, schaden nie. Fühle auch bitte von unserer kleinen Meditation in dich hinein. Was verbindest du mit dem Monat März? Was all dies für mich bedeutet, habe ich soeben berichtet, aber was bedeutet es für dein Herz? Es ist ja deine Lebenszeit. Und spüre bitte auch in dich hinein, wo gibt es vielleicht schwermütige Gefühle? Auch das ist in Ordnung. Doch wo gibt es auch in deinem Herzen auch so Gefühle der Leichtigkeit, deine engelsgleiche Natur sozusagen, deine göttlichen Seele. Und erlaube dir, beides zu fühlen. Und das gehört auch zu der Balance und zum Armen. Alles, was in dir ist, ist absolut in Ordnung. Und richtig darf sein. Und dann mache es dir bitte ganz bequem in deiner meditativen Haltung, in deinem schönen Zuhause. Und wenn du soweit bist, schließe gerne deine Augen. Nimm dir ein paar tiefe Atemzüge Zeit, sich einzustimmen. Und vor deinem inneren Auge lasse den Monat März erscheinen. Und siehe die Frühlingslandschaft vor deinem inneren Auge, die Pflanzen, die in diesem Monat erblühen, bereits erblüht sind,
bei uns am Boden sehe schon die Osterglocken am sich zeigen. Und lasse all die Schönheit des Frühlings und all die Farben der Blüten dieser Jahreszeit vor deinem inneren Auge vorüberziehen. Siehe bereits das zarte Grün in der Natur, welches sich in den zarten Knospen der Bäume schon aufzeigt. Und auch diese Farbenpracht lasse es so schön in dich hinein. Lege deine Hände auf deinen Herzensraum auf. Und nimm wahrlich wahr, wie dein Blick auf die Natur dein Urvertrauen stärkt, deinen Atem beruhigt. Es geschieht alles von allein, sobald du deinen Blick auf etwas Schönes lenkst. So schwingt dann auch dein Körper. Und beim Atmen, Einatmen spürst du, wie dein Brustraum sich leicht anhebt und beim Ausatmen sich schön langsam absenkt. Und möge deine Berührung deiner Hände für dich so wohlig sich anfühlen und dein Vertrauen stärken. Dann lege deine Hände auf deinen Magenraum. Raum. Und gewöhne dich, bei dir zu sein. Genieße deine liebevolle Aufmerksamkeit dir selbst zu schenken. Du mögest wahrlich der wichtigste Mensch für dich sein in deiner Gegenwartspräsenz und mit jedem Atemzug neue Kraft schöpfen, die du in deinem Leben ja brauchst, für dich, deine Familie, deine Aufgaben. Und lass dir Zeit, wir haben alle Zeit der Welt, beim Einatmen und spüre, wie auch dein Oberbauch sich sanft hebt und mit dem Ausatmen sich senkt. Eine sanfte Bewegung, eine feine Bauchmassage von innen heraus kommt in Gang. Und du nimmst wahr, die Ruhe ist dein Freund. Und alle Gefühle, die die Ruhe in dir aktiviert, umarme sie. Sorge dich nicht, sie alle gehören zu dir. Gut. Und dann lege dein Reich auf. Gewöhne dich an die Berührung deines Bauches. Genieße es, warme Hände zu spüren. Und der Bauchraum steht so sehr für das Urvertrauen und für spirituelle Praxis. Der tiefe Bauchatem ist unvermeidlich sehr wichtig. Schicke ein Lächeln in deinen Bauchraum hinein und wenn Gefühle dabei hochkommen, lächle sie an. Du atmest tief ein und aus. Alles andere ist unwichtig.
Und genieße es zu spüren, wie beim Einatmen die Bauchdecke sich sanft nach außen wölbt, beim Ausatmen die Bauchdecke sich sanft zurückzieht. Alles andere ist unwichtig. Und um unseren Alpha-Zustand, heilenden Zustand zu aktivieren, zählen wir beim Einatmen bis 3, beim Ausatmen ein Tick länger bis 4. Und dieses längere Ausatmen fördert die Gehirnentspannung, der Gehirnstress fällt ab. Lass uns das gemeinsam machen. Du atmest tief ein. 1, 2, 3, du atmest langsamer aus, 1, 2, 3, 4, hältst den Atem kurz an, nimmst den Übergang zum Einatmen wahr, atmest wieder ein, 1, 2, 3, in Ruhe atmest du langsamer aus, 1, 2, 3, 4, hältst den Atem kurz an, nimmst den Übergang ganz sanft wahr, atmest tief ein, 1, 2, 3, atmest noch langsamer aus, 1, 2, 3, 4, hältst den Atem kurz an und in Liebe und Ruhe atmest du schön ein und aus und finde deine eigene Mitte. Tief ein und ausatmen. Wenn du Genreflex hast, gähne ruhig und lass dich auf diese Entspannung des Alpha-Zustandes schön ein. Finde deine eigene Mitte. In Ruhe atmest du ein und aus und lässt dich auf dein Seelen hören. Auf ein tiefes Vertrauen ein. Alles andere ist unwichtig. Praktiziere gerne diesen Atem des Urvertrauens morgens, mittags, abends. Und deine Intuition und Selbstheilungskräfte für ein erfülltes Leben werden stets angeregt. Und du findest immer Kraft in dir. Bewahre diese innere Ruhe und in diesem Alpha-Rhythmus segnen wir den Monat März. Nehmen unsere Hände nun vor dem Brustraum zusammen, öffnen unsere Augen, gerne kannst du mich anschauen, reiben unsere Hände aneinander, nehmen sie auseinander. Und der Energie unserer Aufmerksamkeit folgt, formen wir eine Segnungskugel, lassen göttliches Licht, kosmische Energie auf eine Lichtkugel fokussieren, denn der Lichtkreis bedeutet, alle Wege fügen sich zum großen göttlichen Ganzen der Liebe. Und in deinem Segnungslicht siehe symbolisch das Wort März, den Monat März. Siehe symbolisch deine eigenen Pläne, Termine, Vorhaben, Ferien. Und siehe auch darin deine lieben Mitmenschen, die du mit in den Segen hineinnehmen möchtest. Und vielleicht auch, möchtest du etwas ganz besonders
segnen wie ein Termin, Verabredung oder Prüfung, wie auch immer, das, was für dich wichtig ist. Und dann übergeben wir das langsam nach oben durch eine Segnung. Liebe lichtvolle geistige Welt, ich danke für diesen neuen Monat März und bitte um himmlischen Segen für mich, meine Familie, für meinen Weg, für all meine Vorhaben, auf dass ich alles in meinem Leben, wie auch im Beruf, sich so licht und sinnvoll fügt, wie es für alle Beteiligten gut ist. Dafür danke ich und bitte um die Kraft und himmlische Fügung. Und du spürst, dein Segnungslicht ist gewichtiger geworden, übergebe es schön nach oben. Und die Energie ist die höchste Form von Intelligenz, sie weiß, was zu tun ist. Lass einfach los. Und der Segen strömt in das morphogenetische Feld hinein, aktiviert lichtvolle Schicksalsströme, deine Intuition, sodass du auf intuitiver Weise und optimistischer Weise mit allem, was vor dir ist, verbunden bist und gestärkt für ein gutes Gelingen. Und nun werden die Hände langsam leerer, dann streicheln wir symbolisch aus, atmen tief durch und spüren nach. Spürst du so eine besondere Vorfreude, wenn du an den Monat März denkst? Es ist so schön, achtsam die Jahreszeiten zu erleben, den Zauber wirklich zu genießen, an den Dingen des Lebens, die voller Schönheit sind, nicht einfach vorbei zu stressen, sondern zu genießen. Und dann erschaffen wir zweites Segnungslicht für unseren geliebten Planeten. Und in deine Segnungskugel visualisiere die Mutter Erde, unseren gesamten Planeten. Und wir bitten, möge Friede mit mir sein. Möge Friede sich in der Welt ausbreiten. Auch ich sende meine Liebe hinaus. Und dieses unendliche Licht der Liebe schicken wir nach oben. Und das verteilt sich im morphogenetischen Feld des Friedens und dient allen in dieser göttlichen Schöpfung zum Wohle aller. Und wir lösen damit die Wellen der Liebe und des Friedens aus in unserer spirituellen Gemeinschaft, in unserem liebevollen Feld, welches sich in der Welt ausbreitet, bedingungslose Liebe. Und du spürst, das tut so gut. Und bewahre dir diesen Friedensfunken. Und du kannst die Segnung jederzeit wiederholen, wenn dir danach ist, das tut stets gut. Und wir lassen los, streicheln die Hände aus. Atmen tief durch in unserem schönen Alpha-Zustand. Atmen tief ein, die Bauchdecke wölbt sich sanft nach außen. Atmen aus, die Bauchdecke zieht sich sanft zurück.
Und in Dankbarkeit verbeugen wir uns vor dem Leben und dem Monat März. In Dankbarkeit verbeugen wir uns voreinander, vor unserer Gemeinschaft. Und in Dankbarkeit verbeugen wir uns vor uns selbst, in unserer Friedfertigkeit, liebevollen Kraft. Atmen tief durch und kommen in dieses schöne Abendgeschehen hinein. Und so wünsche ich dir an dieser Stelle einen wunderschönen Frühlingsbeginn, wunderschönen März. Gebe gut Acht auf dich. Bewahre dein Leuchten, deine liebevolle Kraft. Kehre immer wieder in deine Mitte durch deinen tiefen, achtsamen Atem zurück. Lasse es dir gut gehen und vielleicht sehen wir uns online oder bei einer Präsenzveranstaltung bald wieder. Alles Gute dir und deiner Familie und bringe Frieden in alles hinein, was dir begegnet, ganz gleich, wo auf diesem geliebten Planeten Erde, du dich gerade befindest. Schönen Abend und bis ein andermal.